So, und da bin ich auch wieder zurück, beziehungsweise da sind wir wieder. Ja, ich muss sagen, das Essen war sehr lecker. Ich habe so eine richtig schöne russische Schaschlik gehabt. Oh Mann, bin ich voll gefressen. War richtig, richtig fett geil. So, ja, was ist schon bis jetzt alles passiert? Unsere kleine Sandra ist hier in diesem Staat Krasnojarsk gelandet, weil ihre Eltern irgendwie weggefahren sind, als sie mal kurz auf dem Klo war. Ja, jetzt versucht sie natürlich erstmal, die Eltern dieser Stadt wiederzufinden. Sie denkt, dass sie die irgendwie... Oh Mann, fuck, warte mal, das ist ein Schaschlik. Boah, ich bin so aufgeregt. Jetzt versucht sie halt ihre Eltern zu finden, aber irgendwie ist die Stadt ja voll mit Hinterwäldern, sag ich mal, und alle verhalten sich komisch, starren einen an, hat irgendwie ein Monster gesehen, als er die Stadt ein bisschen erkundet hat. Und ja, natürlich glaubt die keiner und ja, zwei Typen hat sie schon kennengelernt, also dort getroffen. Einmal den Alan, so ein Physikerstudent, glaube ich. Und dann noch diesen Joe oder, ach, keine Ahnung. Den können wir vielleicht ja später sehen. Also auf jeden Fall nochmal so einen zweiten Typen und ja, der ist so ein Macho, aber versucht das mit Coolness zu überdecken. Ja, mittlerweile. Boah, fängt's wieder an. Ja, und mittlerweile haben wir ja schon die Stadt so fast die ganzen privaten Häuser durchgekämmt. Jetzt sind wir hier in Apartmenthaus 1. Jetzt müssen wir irgendwas. Dort ist nur ein WC. Jetzt müssen wir hier irgendwie was machen, so. Ja, schaut euch hier, wenn ihr Bock habt, hier die anderen Parts an. Hier, Part 1. Da oben. Wer kann's klicken? Keine Sorge, wirst auch nicht auf YouTube, wirst auch auf kein Videos geleitet. So, hier, was ist das? Ein Tagebuch von einer Nicole Green. Mhm, das ist doch die, die ihren Ausweis verloren hat. 6.7. Okay, Datum unbekannt. Tim und ich mussten notgedrungen in Dusty Creek eine Pause einlegen. Oh geil, die Nüsse sind geil. Da unsere Wagen einen Motorschaden hat. Ich hoffe, es dauert nicht so lange, den Schaden zu beheben. Denn ich möchte in diesem letzten Kampf nicht länger als nötig bleiben. Tim meinte, er soll Verständnis für die Leute hier bringen. Da sie nur selten von Fremden zu tun haben. Oh Gott, da sie nur selten mit Fremden zu tun haben. Aber ich kann trotzdem nicht verstehen, wieso sie so unfreundlich sind. Ein Tag später. Seit der Mechaniker unser Wagen von der Werkstatt gefahren hat, haben wir von ihm nichts mehr gehört. Die Rollade des Werkstattes ist auch die ganze Zeit geschlossen. Tim hat schon, als das Mechaniker den Wagen ausschlachtet. Wir wollten schon mit der Polizei reden. Mit dem Polizeichef reden. Aber auch dort macht niemand auf. Und wir bekommen langsam ein mulmiges Gefühl bei dieser Stadt. 8.7. Heute hat ein alter Indianer mit dem Tim gesprochen. Und ihm gesagt, wir müssen sofort die Stadt verlassen. Wir sollten das ja. Aber ein Auto kommen wir hier nicht weit weg. Nicht weg. Meine Nerven halten das nicht mehr aus. Ich mache erstmal eine Pause. So, ja. Okay. Soweit, so gut. Nichts Interessantes. Ich hoffe, ihr stört euch nicht, dass ich nebenbei ein paar Nüsse esse. Aber die sind irgendwie auch so geil. Aber nicht voll den Fresh-Flash. Ich glaube, zwischendurch werde ich nochmal hier pausieren und dann noch mehr rauchen gehen. Ja, so, ja. Alles verschlossen hier. Ich muss sagen, schon mal. Was habe ich überhaupt erhalten? Gegenstände. Das mit integrierten Schraubenzieher und dem Werkzeug. Das geht nicht. Ja, du sagst es, Sandra. Aber ey, zieh dir das mal rein, da ist keine Sau da, außer den Typen, ey. Steht da wie angewurzelt. So, gehen wir mal den großen Penis besuchen. Habt ihr eigentlich gewusst, dass... Okay, müsst ihr eigentlich noch wissen, vielleicht erinnern sie euch nicht. Nur für diejenigen, die es noch nicht hatten. Im Biologieunterricht hatten wir irgendwie irgendein Thema gehabt und da habe ich so gehört, dass die von der Lehrerin
meinte, das ist ein blablabla Tür nicht auf. Ja, war ich schockiert. Meinte die Lehrerin, dass die Würmer zwittern, also das heißt, sie können sich selbst befruchten und brauchen keine Pause. Ja, warte mal, nicht sie selbst befruchten, aber die sind halt Zwitter, also. Ob Männlein oder Weiblein, das macht keinen Unterschied, also. Und dann, ja, dann fand ich schon irgendwie ein bisschen bam, was so gut sah, ey. Und ich damit schockiert so. Okay, schockiert nicht, aber ich war ein bisschen. Eine Kiste mit Spielzeug. Frei. Aber ich fand es immer so irgendwie komisch, ich dachte, bei denen wäre es auch so. Ich weiß nicht, haben die Augen oder sonst irgendwas? Ich weiß nicht, wieso das so bei denen ist, aber vielleicht wegen. So hat einen kleinen Spaß. Muss ich nicht, ja. Und du musst doch wissen. Du bist abgeschlossen. Ein Zettel mit 5 indianischen Symbolen. Okay. 5 Indian Symbols. Dann gucken wir mal nach. Notizen. Aha. Wir haben. Was ist denn das? Kokosnuss? Gebirge. Ich würde mal sagen, es ist eine Schlange. Pfeil und. Ein 45 Grad gedrehtes Fenster, würde ich mal meinen. Na gut, so. Er hat noch einen schönen Zettel. Mhm. Das Kokosnuss. Okay, was wäre denn da? Kokosnuss, Gebirge und. Ach, Kokosnuss. Na, wie habe ich es gesagt? Kokosnuss, Gebirge, Schlange und Pfeil. Kokosnuss, Gebirge, Schlange, Pfeil. Ja, und Fenster. Das Fenster da. Also 2, 6, 5, 6? Nee, Pfeil. Nee, Pfeil ist ja 3. Pfeil ist 3. Also 2, 6, 5, 3, 8. Mal sehen, ob ich Einstein das auch noch schaffe hier. So, was hatte ich gesagt? 2, 6, 5, 3 und 8. Tada! Ja, ich sollte mal Einbrecher werden. Vorhänge, Schlüssel erhalten. Puppenkopf erhalten. Vorhängeschlüssel. Hier ist noch eine Liste mit Namen und Datensatz. Die letzten beiden Einträge sind Nicole und Tim Green, 16.07. Das war vor 2 Wochen. Ja, toll. Wenn ich wüsste, welches Jahr das ist und welche Monat. Na ja, okay, Monat schon. Ja, ach, egal. Ja, nimmst du die? Eine Liste mit Namen und Datumsangaben. Die beiden letzten Namen sind okay. Was ist das hier? Grill? Das ist ein Kinderbett. Aber wieso ist da ein Käfig drauf? Hm, wahrscheinlich war das Kind hässlich. So wie bei Batman Pinguin. Ja. So, speichern wir mal ab. Erste Rätsel. Ich habe das zweite ist geschafft. Hm, sind das für Mandeln oder? Mein Plastikgas, was? Ist das hier? Hm. Will sie nicht. Okay. Wir haben nochmal Gegenstände. Puppenkopf. Und will sich in kleinen Stecken zum. Bah, Stecker zum Befestigen. Wohin? Hm. Ich jetzt das Haus? Nein. Okay. Ich habe bestimmt noch irgendwas erhalten. Vorhin geschlossen. Hm. Dann gehen wir mal hin. Aber mir fällt gerade auf, also der grafische Stil so,
Und die einen oder anderen nicht gefallen, bei mir gefällt das so gut. Von da kann man viel machen. Und Minecraft, die Spasten, die haben eigentlich, theoretisch gesehen, eigentlich auch einen RPG-Maker gemacht. Ich weiß nicht, ob die es abgekupfert haben oder Zufall ist, aber ja, bei denen ist es auch eigentlich alles pixelig. Und bei denen ist ein Pixel ein Quader, ein Block, der die gleiche Ausdehnung in alle vier Richtungen hat. Also spricht der halt so schön. Nicht ergonomisch, hat man ein anderes Wort. Proportional ist genau.